Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute Kalenderwoche 36 und was es da alles so gab, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, Kalenderwoche 36. Die Woche sind ein paar gute Sachen gekommen. Von den neuen Sachen fehlen noch einiges. Das ist leider nicht mehr angekommen. Ich denke mal, das wird jetzt erst Montag kommen, aber dann zeige ich euch das halt in der nächsten Woche. Eins gab es diese Woche, das Alien Covenant Steelbook kam ja raus, also besser gesagt bei uns noch nicht, aber in der Schweiz. Und das hatte ich mir besorgt, ich kannte den Film ja noch nicht. Steelbook fand ich ganz okay, aber der Film war totale Grütze und wie ihr sehen könnt, ich habe das Steelbook auch nicht mehr hier, ich habe es schon verkauft an den Ralf von Ralfs Unboxing, der hat das gekauft. Und ja, darum habe ich ein extra Video gemacht, wo ihr auch nochmal das Steelbook sehen könnt, das kam mir die Woche online und ich habe auch mal was zu dem Film gesagt, wen das interessiert, könnt ihr euch das ja noch angucken. Wie gesagt, mein Film war es absolut nicht und darum ging das auch gleich wieder weg. Ja, machen wir weiter, dann kam diese Woche ja noch in Deutschland halt das Guardian of the Galaxy 2 Steelbook raus, hatte ich ja auch vor 2 Wochen schon mal gezeigt. Das Deutsche ist eigentlich genau identisch, außer dass wir hier, zeige ich mal, sieht man jetzt glaube ich, ja, da noch ein Spine beschriftet haben, was halt beim Schweizer nicht ist. Auch alles komische Sachen, was sie ja hin und her machen. Also ich kann es nicht begreifen. Jedenfalls habe ich jetzt hier das Deutsche auch noch. Ja, dann habe ich noch 2 Sachen von Kimchi DVD bekommen. Ja, sehr, sehr cool. Einer meiner Lieblingsfilme mit Grand Budapest Hotel hier im Lenti Slip. Ich habe von den Sachen noch Einzel-Unboxing gemacht, wo ich das alles nochmal ganz genau zeige. Aber das mal hier, die kommen die Tage noch online. Hier so mit so einem schönen Lenti-Slip hier. Wie gesagt, wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Wes Anderson hier, wirklich ein absoluter Top-Film. Super Schauspieler dabei, ihr seht schon wie viel. Sehr, sehr cool. Hier die Rückseite. Und da sehen wir hier so schemenhaft das Hotel noch. Ja, hier meine Limitierungsnummer. Ich habe hier die Nummer 162 von 1300. Und dann haben wir da natürlich noch das Steelbook, was ich eigentlich auch sehr, sehr schön finde. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen stört, ist halt, dass hier ein bisschen die ganzen Schauspieler draufstehen. Das ist so ein bisschen, naja. Aber hier das Hotel, sehr geil. Hat hier so ein paar Fenster, sind hier ein Glanzeffekt hier. Das, glaube ich, sieht man es ganz gut. Sehr, sehr cool. Rückseite schön clean. Und wenn wir das nämlich hier öffnen, dann ist das eigentlich ein ziemlich cooles Bild so an sich, obwohl es jetzt nicht durchgängig ist, aber hier geht es auch noch zum Spine hin weiter. Ich finde es an sich ein sehr, sehr schönes Steelbook. Auch die Innenseite ist ziemlich cool gelungen. Haben wir die Discs, haben wir, wie gesagt, immer noch ein paar Extras, aber wie gesagt, die zeige ich in dem Einzel-Unboxing. Kommt, wie gesagt, die Tage auch noch online. Hier noch das In-Artwork, sehr, sehr cooles Steelbook, also allgemein sehr coole Edition zum absolut genialen Film. Das war das. Ja, dann nochmal von Kimchi DVD eine Edition zu Kingsman. Da kommt jetzt demnächst auch, ich weiß gar nicht wann, irgendwann muss jetzt der zweite Teil kommen. Wirklich sehr, sehr geiler Film. Hier auch eine sehr coole Edition. Wir haben hier wirklich außen so einen ganz rauen Effekt hier. Und dann hier das Bild vorne, teilweise mit Hochglanz und matt gearbeitet hier und auch sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, scharfes Bild, sehr, sehr geil gemacht. Ja, hier auf der Rückseite das Ganze auch so gehalten, also wirklich, man hört das richtig hier, wie das so raus, richtig geil, also ich finde es cool. Hier unten nochmal die Limitierungsnummer, ich habe hier die Nummer 282 von 1000, ja, hier nochmal Kingsman, Secret Service und dann hier das Steelbook, ja, auch schön im Matt gehalten und mit einem richtig schönen, kräftigen ja, Glanzdruck hier vorne. Sehr, sehr cool gemacht. Rückseite ist jetzt nicht ganz so schön, muss ich sagen. Ja. So sieht das Ganze aus. Ich glaube, das ist auch das Steelbook, was es so einzeln, glaube ich, zu kaufen gab bei uns. Die mich da jetzt nicht irre. Wie gesagt, ich habe davon auch nochmal ein Einzel-Unboxing gemacht, wo ihr das nochmal ein bisschen genauer seht, was da alles mit bei ist und so. Ja, hier auch in Artwork auch ziemlich cool. An sich sehr schönes Steelbook, also allgemeine sehr schöne Edition. Ja, ich weiß, Kimchi DVD, die haben das einfach drauf, muss man mal so sagen.
So, ja, das waren jetzt so die ganzen Filmsachen eigentlich. Wie gesagt, zwei Sachen fehlen eigentlich noch. Die hätten ankommen müssen sollen, aber naja, wie es immer so ist, hat sich das noch ein bisschen verschoben. Aber ja, dann habe ich noch zwei Sachen, ja, Videospielsachen, sage ich mal, was jetzt nichts mit Film zu tun hat. Die habe ich vom Stefan von Voice82 abgekauft. Ich verlinke euch unten mal nochmal. Er verkauft seine ganzen Videospielsammlungen. Könnt ihr ja mal nachschauen, ob da noch was für euch dabei ist. Und ich habe mir jetzt einfach mal von ihm geholt. Das habe ich schon mal schon ausgepackt. Jetzt stellt ihr mal schon mal hier hin. Und zwar Wolfenstein New Order, hier diese US Collectors Edition hier, in dieser geilen Kiste hier. Gab es nur in Amerika, war ohne Spiel. Finde ich sehr cool, auch richtig schwer hier, diese Edition. Ich habe davon auch ein Einzel-Unboxing gemacht, was auch noch die Tage kommt. Wir haben hier eine ganze Menge Extras. Wir haben hier Steelbook noch drinne. Ja, dann noch ein paar Informationen. Ach, da ist so eine ganze Menge, ist hier noch mit bei. Wie gesagt, ziemlich coole Edition. Wie gesagt, der zweite Teil kommt ja auch jetzt demnächst. Ich glaube, in den nächsten ein, zwei Monaten. Muss mal hier runterstellen, die Kiste. So. Wie gesagt, dann haben wir da hier so einen Panzerhund drin gehabt. Der ist eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, wer das Spiel kennt, der kennt diesen Panzerhund. Den kann man hier auch alles bewegen und so. Also sehr coole Edition. Der ist auch ziemlich cool gemacht hier, dieser Hund. Ja, das bloß mal kurz am Rande. Wie gesagt, Einzel-Unboxing dazu kommt noch. So, dann habe ich noch eine coole Edition, die ich immer haben wollte und damals beim Start verpasst habe, von ihm abgekauft. Und zwar Resident Evil 7 in dieser GameStop Collectors Edition. Auch sehr cool. Ich zeige mal kurz. Da war nämlich das Haus drin gewesen. In dieser Edition. Ich zeig das mal hier. Das sieht auch ziemlich geil aus. Ja. Hier hinten könnte man dann noch das Spiel reinstellen. Ist auch schön schwer. Also biegt auch ein bisschen was. Wie gesagt, eine schöne Edition. Auf jeden Fall. Da haben wir noch gehabt so einen USB-Stick hier, so ein Finger. Der sieht jetzt nicht so schön aus. Ich zeige mal hier. Sorry. Ist jetzt nicht so, wie gesagt, haben wir hier 16 GB USB-Stick dran. Hier ist ein abgetrennter Finger. Ja, coole Idee, aber ich sag mal, Umsetzung ist jetzt nicht so, so prall. Und dann haben wir noch so ein Artbook. Das finde ich ziemlich cool. Ich bin ja so ein Artbook-Fan eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke mir die mal kurz durch und dann war das auch gewesen. Aber hier haben wir Resident Evil Artbook und zwar, es war auch nicht dick, könnte dicker sein, aber wir haben von allen Resident Evil-Teilen Bilder drin und so, das finde ich ziemlich cool nochmal so. Vom ersten Teil ja, bis jetzt zu Resident Evil 7 ist wirklich ziemlich cool. Ja, ist nochmal so eine kleine Zeitreise, finde ich. Ja. Da haben wir noch so ein paar Bilder und so weiter mit dabei. Jedenfalls eine sehr, sehr coole Edition. Wie gesagt, Einzel-Unboxing gibt es auch dazu. Kommen jetzt, ja, vielleicht nicht alle nächste Woche, aber so in den nächsten Wochen, wie ich das schaffe mit Bearbeiten, kommen die alle online. Ja, wer da noch Edition sucht für Videospiele, wie gesagt, schaut mal vorbei und unten haue ich euch den Link rein. Er hat da noch ein paar Sachen zu verkaufen. Und ja, dann geht's nächste Woche geht's dann weiter. Da kommen dann, glaube ich, auch noch ein paar neue Sachen. Wie gesagt, ein paar Sachen fehlen ja noch. Will jetzt noch nicht verraten, was das war. Waren aber eigentlich auch nur Almarays, weil es leider nicht im Steelbook gab. Aber ja, ansonsten coole Sachen dabei. Könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr so die Sachen findet hier. Oder was ihr hier zum Beispiel zu Grand Budapest Hotel ist ja so ein bisschen umstritten, der Film. Manche mögen ihn nicht, aber wie gesagt, ich finde ihn cool. Oder was haltet ihr davon? Guardians of the Galaxy mit dem Spine. Wollt ihr da Titel drauf haben oder nicht? Könnt ihr mal unten in den Comments schreiben. Würde mich mal interessieren. Also ich bin persönlich, mag einen Titel am Spine auf jeden Fall. Weil ich habe nicht mehr so den Platz, um die alle so zu präsentieren. Und wenn die dann so im Regal stehen, dann ist das schon. Sieht das scheiße aus ohne Spine, sagen wir es mal so. Ja, in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.